Ole, du bist jetzt endlich wieder dabei, hast schon einige Trainingseinheiten absolviert, warst auch in Heidenheim. Sind die Szenen der Reha schon aus deinem Kopf? Ja, die Szenen sind noch nicht ganz aus dem Kopf. Ich versuche auch noch einige Sachen, die positiv waren für mich, die mir vielleicht gut getan haben, noch in den Alltag zu integrieren. Aber das Schlimmste ist natürlich überstanden und ich bin auch froh, dass ich einfach wieder bei der Mannschaft bin. Das ganze Gefühl, den Alltag so wieder mitzukriegen, ist schon richtig gut und das weiß man jetzt wieder richtig zu schätzen. Wie ist es körperlich? Man wird ja in der Reha, man ist zwar vielleicht von der Bildfläche, sag ich mal, verschwunden, aber man arbeitet ja auch intensiv in der Reha. Wie fühlst du dich jetzt körperlich? Ich fühle mich körperlich sehr fit. Also das Einzige, was fehlt, ist natürlich diese Wettkampfpraxis und die Wettkampffitness. Aber so von den ganzen Grundlagen und auch von Kraft, Ausdauer, denke ich, bin ich gut dabei. Was halt fehlt, ist das letztendlich auf dem Fußballplatz das Entscheidende. Aber das kriegt man halt auch nur durch Training und irgendwann wieder durch Spiele. Das Spiel gegen Halle fällt jetzt aus wegen Unbespielbarkeit des Platzes. Wie wird jetzt diese Zeit genutzt? Ja, wir nutzen es jetzt mit einigen Trainingseinheiten, die noch extra angesetzt wurden, also zusätzlich. Und ich denke, jeder wird sich auch bemühen, dass er die gut ableistet und vielleicht noch für sich was extra tut. Und so können wir dann fit in die nächste Woche gehen. Haben dann ja auch am Wochenende noch einen Tag frei. Und deswegen werden wir ausgeruht in die neue Woche starten und dann hoffentlich Halle schlagen. Alles klar, danke. Bitte. Thank you.